Servus liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir starten erstmal die Seemaschine und werden dann gleich wieder runter wechseln. Der Grubber ist ja schon durch, das ist gut. Können wir den auf die Seite packen hier. Das ist schon mal sehr, sehr schön, dass der Grubber hier zu Ende ist. Können natürlich auch gleich die Felsspritze schon mal wieder hinten dranhängen. Und dann geht's unten beim Maisfeld ein bisschen weiter und da möchte ich mal schauen, ob wir nicht ein wenig nach dem Maximalprinzip arbeiten können. Ich hatte das ja in einem der Videos schon mal erläutert, was das Maximal- und das Minimalprinzip ist. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal austesten. Maximalprinzip in diesem Fall hier mit den gegebenen Mitteln das Maximale, das meistmögliche herausholen. Und zwar beziehe ich das jetzt hier einmal auf unsere Maisernte, denn wir fahren in der Fahrstufe 1, Fahrstufe 2 geht ja nicht. Jetzt ist aber die Überlegung, ob wir eventuell dabei noch ein bisschen schneller arbeiten können. Wo ist er? Da ist er. Nämlich, ich möchte jetzt mal gucken, dass wir sozusagen bei Stufe 1 den Feinschliff noch so weit erhöhen, um vielleicht noch 1-2 km/h rauszuholen, so dass es noch geerntet werden kann, damit sich das nicht alles zu sehr in die Länge zieht. Von daher werden wir das jetzt mal austesten. Wir wechseln schon mal auf das passende Gerät. Ah, Vorsicht, Vorsicht. Nicht zu schnell in die Kurve, das könnte in die Hose gehen. Aber das wäre ja dann nicht eure, sondern meine. Gut, dann fangen wir auch gleich da oben an. Hier haben wir noch so eine angebrochene Reihe sozusagen. Mit der werden wir loslegen. Gehen wir in die Fahrstufe 1, schalten das Gerät schon mal ein und werden jetzt mal gucken, wenn wir gleich auf der Gegengerade sind. Im Moment fahren wir mit 16 km/h. Es soll ja noch einigermaßen realistisch bleiben, aber ich denke mal, das Maximum rauszuholen, was hier möglich ist, ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht kriegen wir dann noch ein bisschen mehr hin. Und wir sind jetzt bei 40%, kurz zwischen 16 und 17 km/h. Mal gucken, wie weit wir das noch etwas optimieren können. So, und hier werden wir jetzt auch schauen, gleich wieder schön rein. Gut. Jetzt sind wir hier im Mais drin. Wir gehen mal noch auf 41%. Das geht soweit. Ja, 44%, 18 km/h gehen also auch. Macht schon mal 2 km/h mehr aus. Beschleunigt das natürlich noch ein wenig. So, gucken. 19 gehen auch. 20. Nee, 20 geht nicht mehr. Da ist die Grenze. Also bis 19 km/h ist noch machbar. Aber mehr geht auf keinen Fall. Das heißt, hier ist die magische Grenze. Heißt aber für uns, wir haben schon mal 3 km/h mehr. Aber so ein bisschen motzt er doch noch. Dann gehen wir doch nochmal um eine Fahrstufe runter auf 45%. Haben aber 2,5 km/h gewonnen. Ich denke mal, das bringt uns dann natürlich im Kurzmodus nicht viel. Aber so auf das ganze Feld bezogen, macht das dann schon ein bisschen was aus. So, und hier bin ich echt heilfroh, wenn wir dieses Feld fertig haben. Weil, dann hoffe ich, dass wir bald in Richtung des neuen Mähdreschers kommen, der uns natürlich das Ganze hier doch deutlich einfacher macht für die Felder oben. Und dann natürlich auch später hier den Big X. Der sollte auf alle Fälle mal hier Pflichtprogramm werden. Es kam auch schon die Idee, einen Mod reinzunehmen. Bin ein bisschen anfällig gegen Mods, muss ich sagen. Ich habe mal 1-2 Mods in der Vorstellung jetzt versucht aufzunehmen. Nur einige Mods haben dann auf einmal Probleme verursacht. Da ist dann das Spiel abgestürzt. Also ich werde nach Möglichkeit hier erstmal schauen, dass wir hier erstmal nur die Originalgeräte nehmen. Und vielleicht, wenn wir dann später soweit sind, doch mal auf den ein oder anderen Mod umsteigen. Geht ja jetzt auch hier nur um eine einzige Anschaffung im Prinzip für den Big X. Wenn wir den haben, dann ist das ja alles schon wieder etwas besser. Im Gegensatz zu meinem Fahrstil, der ist nicht besser. Ich habe nämlich schon wieder was stehen lassen. Gar nicht gut. So, und das Feld wird so ganz, ganz langsam etwas schmäler. Also der noch zu erntende Streifen. Haben dafür schon wieder fast einen halben Kipper voll. Das ist schon mal gut. Und da muss ich jetzt gucken. Also wie gesagt, ich denke mal so um die 260.000 hießen so die ersten Schätzungen sollten rauskommen. Das wäre natürlich absoluter Wahnsinn. Weil damit haben wir schon gute 200.000 Euro drin. Da können wir einiges mitmachen. Da ist nämlich schon fast das Geld für den neuen Mähdrescher drin, für den Case.
Und ja, dann ist die Überlegung, ob wir vielleicht oben noch irgendwie ein weiteres Feld vielleicht holen, bevor wir hier an den Big X gehen, weil wir dann natürlich doch deutlich höhere Erträge haben und mit der Ernte, glaube ich, schneller zu Rande sind, als wenn wir hier unten erst noch versuchen, ein weiteres Mal hier mit dem Zweireiher abzuernten. Da haben wir eh noch ein bisschen was vor uns. Also da möchte ich eigentlich schauen, dass wir das nicht unbedingt nochmal ein weiteres Mal durchführen müssen. Wir sind jetzt bei 67%, haben aber eigentlich erst 5 Minuten Aufnahmezeit durch, obwohl wir noch ein, zwei andere Sachen gemacht haben. Also ich glaube, diese kleine Steigerung um 2-2,5 km/h macht dann schon was aus. Denn es geht jetzt hier um einiges schneller. Dreiviertelskipper ist voll. Das schaut gut aus. Und außerdem möchte ich ja auch nochmal was anderes machen, außer nur Mais zu häckseln. So, hier müssen wir wieder ein Stückel raus. Muss aber, wie gesagt, aufpassen, dass wir hier nicht wieder irgendeinen Rand stehen lassen. Aber ich glaube, das ist dann einfacher, später die Ränder einzusammeln, als jetzt hier sozusagen immer nur auf die halbe oder dreiviertelste Strecke von der Erntebreite zu gehen. Also, ja, könnte man eigentlich probieren, so viel wie möglich wegnehmen, dann am Ende die Reste einsammeln. Geht vielleicht schneller, wenn wir dann einmal übers Feld fahren und die restlichen Streifen einkassieren. Dafür wären wir aber hier deutlich schneller mit der Ernte fertig. So, jetzt muss ich aufpassen. Wir sind gleich bei den 100%. Das heißt, da müssen wir dann wieder schauen, ab 21.000 Liter, dass wir hier sozusagen nicht zu viel mitnehmen. Ansonsten geht uns natürlich einiges von der Ernte flöten. So, 860, den Rest kratzen wir da oben noch mit weg. Und dann können wir gleich zur BGA wieder fahren. Oh, nicht zu weit raus, 21%, so, wunderbar. Wir klappen ein, machen zu und können jetzt das gleich wieder abliefern. So, der erste Kipper ist durch. Die nächsten 21.000 Liter haben wir auch und ich sehe gerade voller Schrecken, wir haben nur noch 19 Euro. Wir kommen gleich ins Minus, das ist nicht gut. Da muss ich mal gerade schauen, haben wir ja, wir haben ja noch Möglichkeiten. Da müssen wir uns noch ein bisschen Geld leihen. Stimmt, wir hatten ja da jetzt noch so um die 60.000 Euro in Reserve schon. Also der neue Mähdrescher sollte dann gar kein Problem sein. Wenn wir hier soweit durch sind. So, hier nochmal schön hoch. Fahrstufe 1, Gerät und Kuh und ausladen. So. Und damit haben wir gleich 85.000 Liter hier drin. Zum Glück haben wir ja schon mal den großen Radlader. Da haben wir ja gut vorgearbeitet. Das macht es natürlich uns dann beim Geldbeschaffen später um einiges leichter. So, und noch klappt es auch hier ganz gut mit dem Reinfahren. Das haut ja ganz gut hin. So, und gleichzeitig noch ein bisschen verdichten. Das ist auch wunderbar. 82% verdichtet. Ja, dann haben wir am Ende nicht so viel Arbeit, das noch platt zu fahren. So, da fahre ich jetzt auch mal ein Stückchen nach hinten, weil die Kurve ist mir zu eng. Bei meinen Fahrkünsten wird das nichts. Da können wir auch hier mal getrost über die Ecke fahren. So, wie weit ist es da bis zum Feldanfang? Ist eigentlich gar nicht so weit. Dann fangen wir hinten gerade eine neue Reihe an. Ich klappe in der Zeit schon mal den Kollegen wieder aus, werde das entsprechende Rohr freigeben. So, und wir können hier gleich wieder die Fahrstufe 1 Maschine einschalten und gib ihm. Und wie gesagt, ich will jetzt gucken, dass wir hier erstmal so viel wie möglich rausholen und dann lieber am Ende einmal übers Feld fahren, die Reste einsammeln, ist glaube ich doch besser. Macht es doch um einiges einfacher. So, hier, gut, das nehme ich natürlich schnell mal mit. Oh, jetzt habe ich noch was stehen lassen, aber trotzdem meckert er ab und zu noch ein bisschen. Also 1% muss ich leider doch noch wegnehmen, schade. Sonst bleibt da noch mehr stehen, das wollen wir ja auch nicht. So, aber jetzt sind wir wieder in den Vollen hier und können wieder richtig schön Gas geben und den Kipper sehr zügig füllen. Ich denke mal, so kriegen wir es doch relativ schnell abgeerntet im Vergleich zu den anderen Versuchen, die wir schon hinter uns haben. So klappt das doch ganz gut. Ja, 25% innerhalb kürzester Zeit, also das sieht doch sehr vielversprechend aus. Oh, noch ein Stückchen rüber, genau. Und bis jetzt haben wir auch noch nicht allzu viel, was ich hier sehe, was stehen geblieben ist. Also scheint ja doch
noch ein bisschen effektiver zu sein, als wir es bisher hatten. Wir kriegen deutlich mehr weg und auch natürlich viel schneller was rein. Also werde ich das jetzt mal so beibehalten, dass wir hier im Prinzip mit den Reifen direkt an der Kante entlang fahren. Nochmal kurz den Blick nach hinten. Nein, eine dünne Spur ist stehen geblieben, aber das ist nicht wirklich viel. Dafür ist ruckzuck hier ein großer Teil abgeerntet. Ist, glaube ich, besser, als das Ding hier irgendwo halb im Nirvana laufen zu lassen, wo es vielleicht gar nicht so wirklich sinnvoll ist. So, und auch hier orientieren wir uns jetzt gleich wieder an der Ecke, dass wir hier möglichst viel reinholen. Ja, das bisschen nachkorrigieren, da hat man sich jetzt auch schon fast mittlerweile dran gewöhnt. So, und der zweite Kipper ist jetzt auch schon gleich zur Hälfte wieder voll. Das geht ja wirklich zackig, wenn man da anständig in der Spur fährt. So, das haut wunderbar hin. Plus den kurzen Fahrweg, also klappt eigentlich optimal. So, ist ja ein schön langgezogenes Feld, muss man ja eigentlich mal sagen. Also ich denke, da wird einiges rumkommen. Wie gesagt, 85.000 Liter haben wir jetzt schon. Und ja, wenn der jetzt gleich voll ist, sind wir schon bei über 100.000. Das ist natürlich ein ganz schöner Batzen. So, und hier bleiben wir mal an der Texturspur. Können wir vielleicht nämlich dann gleich da noch einen Teil mitnehmen. Jo, drei Viertels der Hänger voll. Es wird langsam immer besser. So macht das Ernten doch richtig Spaß hier. Zumindest sieht man einen ziemlich schnellen Fortschritt. Das ist schon mal das Wichtigste. So, das passt auch. Hier können wir gleich nochmal in die kurze Einfahrt gehen sozusagen. Hier auch noch was mitnehmen. Müssen halt hier etwas früher rausscheren, damit wir den Winkel schaffen. So, da habe ich noch ein Stück. Das können wir hier sogar jetzt ganz gewieft gleich mit aufnehmen. Und gehen dann hier zurück in die nächste volle Spur. Oh, also ein oder anderes Eckel ist stehen geblieben, aber ist jetzt nicht wirklich viel. Das haben wir später mit einer Kontrollfahrt relativ schnell abgearbeitet. Aber dafür auch wieder zwei Kipper in einer Folge voll. Und so wie das hier läuft, wird das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als zwei Kipper. Wir bewegen uns ja schon im Prinzip auf die BGA zu. Das ist ganz gut. So, und jetzt können wir hier schon langsam wieder gucken, dass wir rauskommen. Dann nehme ich noch den Rest mit da hinten, der da los liegt. Und schon ist die nächste, ja, Kipperfüllung vorhanden. So, und das hat doch genau gepasst. Also wir klappen das wieder zu, klappen es zusammen. Also das Rohr müssen wir ja auch wieder einfahren, genau. So, das war der zweite Kipper und wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Also wir kommen gut voran. Ja, und danach machen wir aber mit dem Mais erstmal ein bisschen Pause, weil wie gesagt, dann will ich erstmal ein bisschen in die Richtung normale Landwirtschaft wieder zurückgehen. Wie schon so oft angekündigt, ich will ja hier nicht den Maishäcksel-Tycoon starten. Natürlich, irgendwann wäre es ja auch mal interessant zu sehen, wenn wir natürlich den Big X haben. Wenn hier alle Silos voll sind, dann haben wir natürlich richtig viel Action. Allerdings, auch mit dem 10.000 Liter Radlader wird es dann unheimlich schwer, das Ganze hier, ja, sagen wir mal, relativ zeitnah umzufüllen. Denn das Problem ist, das sind dann so in Summe 2,4 Millionen Liter. Das heißt, wir müssten also ungefähr 240 Mal hier durchfahren. Das ist natürlich jetzt eine grausame Zahl. Aber gut, soweit sind wir ja leider oder zum Glück oder wie man das auch sehen möchte, noch nicht. Wir sind erstmal jetzt soweit, dass wir Kipper Nummer 5 abgeliefert haben. Und nochmal sogar ein wenig loslegen können. Also wir klappen das auch schon mal. Ups, nicht eingeschaltet, falsche Taste erwischt. So ein Ärger. So, wir klappen schon mal aus, bereiten alles vor, gehen wieder in die Fahrstufe 1, schalten die Maschine gleich an und werden uns hier gleich wieder einreihen. Wie gesagt, das Maximum rausholen. So, gleich die Fahrstufe 1 starten, einschalten. Fahren Sie nicht zu schnell, ja. Das ist immer, also wir sind jetzt hier wirklich am absoluten Limit. Ah, da habe ich so ein bisschen was stehen lassen. Das ist dann was für den Rest nachher zum Einsammeln. Ist aber eigentlich eher eine kleine Ecke. Ganz schmale Spur. Aber dafür kriegen wir hier deutlich schneller die Ernte rein. Also das nehme ich dafür ehrlich gesagt wirklich in Kauf. Als jedes Mal gleich nachzuarbeiten, weil da verlieren wir einfach zu viel Zeit.
Und jetzt sind wir schon auf einer Breite, wo sich's eigentlich fast gar nicht mehr lohnt, die Spitzkehre zu fahren, um hier von der Stirnseite was wegzukriegen. Das heißt, auch hier geht es jetzt doch deutlich voran. So, und hier können wir auch schon schräg reinfahren. Hat natürlich auch den Vorteil, dass wir eigentlich schon ein bisschen weiter sind, weil wir nur noch die Nasen da stehen haben. So, und jetzt sind wir ja auch schon wieder durch mit unserer Zeit. Und ihr seht, wir haben jetzt 2 Kipper geschafft und sogar noch ein bisschen mehr. Also das ist richtig gut. Das bringt uns nach vorne und natürlich unserem Ziel näher. So, nach dem nächsten Kipper werde ich das erste Silo schon mal abdecken. Wir haben ja hier noch ein bisschen Zeit. Denn diesmal mache ich nicht den Fehler, wie ich es in Hagenstedt gemacht habe, zu spät abdecken sozusagen und dann nicht mehr genug haben, um das zweite Silo vollzukriegen. Das ist hier gar kein Problem. Hier kriegen wir mehr als genug rein und können von daher auch ohne Bedenken das Silo zumachen. Das kann nämlich in der Zeit dann schon mal gären. Hat dann schon die ersten Prozente drauf, bis wir im Prinzip soweit durch sind. Und apropos soweit durch, der Raps ist fertig eingesät, die Sämaschine ist fertig. Das ist schon mal richtig schick. Das heißt, wir können in der nächsten Folge uns dann auch mal an das Düngen des Feldes machen. Da haben wir auch mal ein bisschen Abwechslung, dass wir das auch gleich machen. Und zumindest ist das Feld dann auch gleich abgehakt sozusagen, also fertig bearbeitet. So, während ich jetzt hier noch ein bisschen über die Planung für die nächste Folge erzählt habe, seht ihr schon, dass wir hier schon wieder einen halbvollen Kipper haben. Das ist natürlich absolut gigantisch. Also, wir können hier richtig gut Gas geben, müssen natürlich nur schauen, dass wir entsprechend knapp unter dem maximalen Limit bleiben. So, und hier haben wir natürlich jetzt einiges stehen lassen, das werden wir jetzt anders machen. Das nehme ich jetzt mal auf die Schnelle mit. Wir sind eh durch mit der Folge. So, nehmen wir da hier auch noch ein bisschen was mit. Dann ist das Äußere schon mal soweit vorbereitet. Jetzt bleiben wir stehen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.